Hallo Pilzfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video. Im heutigen Video möchte ich mit euch ein Experiment machen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit Mastersmix vorgestellt und ich möchte schauen, wie Mastersmix sich im Vergleich zu konventionellem Substrat bei der Ernte, beim Wachstum und allgemein so bei der Pilzzucht auswirkt. Ich habe hierzu einen Auslandssaitling, einen ganz normalen, also im normal im Sinne von, der wächst auf Strohsubstrat. Das Strohsubstrat habe ich im letzten Video ausführlich vorgestellt. Das verlinke ich euch. Und dann habe ich einen Auslandssaitling auf Mastersmix. Mastersmix, für die, die es nicht wissen, ist 50% Sojaschalenpellets und 50% Sägemehl. Die Sojapellets, die haben wir selber herstellen lassen, weil es keine in Bioqualität zu kaufen gibt in Deutschland, nur gentechnisch veränderte Ware. Das kommt für uns nicht in Frage. Deswegen, wenn ihr auf der Suche seid nach Sojapellets, könnt ihr auch im Shop vorbeischauen. Die Beutel, die markiere ich jetzt noch, beziehungsweise ich werde den mit Mastersmix markieren. Bei allen anderen, so viele sind es ja nicht, sind ja nur zwei, ne? Aber beim anderen weiß ich ja, dass es das Strohsubstrat ist und beim Mastersmix, da mache ich einfach ein großes M für Mastersmix noch dazu. Dann habe ich zusätzlich dazu noch einen Kräuterseitling. Den Kräuterseitling, den habe ich auch auf Mastersmix angesetzt, als ich die Charge produziert habe und habe Kräuterseitlingbrut gehabt und habe die einfach mal mit rein, um einfach zu schauen, wie es wächst. So, also beim Kräuterseitling, wie gesagt, schneide ich so mit 10 cm Abstand oder ich schneide mitten durch den Filter durch, 15 cm. Das war der erste Kandidat. Und bei den Austern, wie gesagt, mache ich zwei X rein. So 5 cm ungefähr. Kann man das sehen? Ja. Und dann mache ich die Folie ganz leicht ein bisschen weg, dass sie nicht mehr so arg haftet. Und hier auch nochmal. So, dann kommt ein bisschen mehr Sauerstoff ran. So, ist direkt gespritzt. So, und jetzt kommen die Kollegen hier mal in den ins große Pilzzelt rein. So, die Pilze kommen jetzt mal rein ins Zelt. Mastersmix nach links. Und Strohsubstrat nach rechts. Den Kräuterseitling, den stelle ich eins drüber ins Regal und hier sieht man schon, ja, ziemlich starkes Pinning schon. Also ich schätze mal, das gibt auch eine schöne Ernte von Kräuterseitlingen. Bin mal sehr gespannt. Kommen hier rein. Einige Tage vergangen und
unseren Masters Mix Anbauvergleich zum normalen Substrat gibt es jetzt schon was zu sehen. Schaut mal her. Eigentlich habe ich die Blöcke zur selben Zeit angeschnitten. Und wie ihr seht, ist der Masters Mix Block schon also quasi am explodieren. Ja, also sind wirklich viele Pilze dran. Ich habe zwei Schnitte, also zwei Kreuze eingeschnitten. Wahrscheinlich habe ich das ein bisschen übertrieben damit. Eins wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil jetzt habe ich natürlich zwei Stellen, wo es sehr viele Pilze gibt. Das heißt, ich bekomme jetzt eher mehr, dafür kleinere Pilze. Aber das macht ja nichts. Ich brauche jetzt nicht unbedingt große, damit ich einen Schnitzel panieren kann oder so. Ich wollte ja einfach jetzt nur einen Vergleich machen. Hier seht ihr, dass die Pilze noch ganz arg klein sind. Das muss jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, dass das Substrat besser oder schlechter ist jetzt im Vergleich. Es kann auch damit zu tun haben oder daran liegen, dass einfach das Myzel vielleicht jetzt nicht ganz so lang durchwachsen war. Praktisch das Myzel muss ja zur Reife kommen und muss irgendwann bereit sein zu fruchten. Vielleicht war der einfach schon ein paar Tage älter, der Block, und der ein paar Tage jünger. Also da würde ich mich jetzt mal beim Vergleich nicht allzu arg drauf fixieren. Ich denke, wir werden dann im Laufe der Zeit sehen, was dann tatsächlich die Unterschiede sind. Bis jetzt sehen wir nur, dass der linke Block wesentlich stärker fruchtet und der rechte Block auch insgesamt weniger Einzelpilze an den Stellen hat. Jetzt ernten wir gemeinsam die Pilze ab, die Kräuterseitlinge von dem Masters Mix Block aus dem Experiment. Und wie gesagt, ein Pilz fehlt ja schon. Das war ein ganz großer, der hier an der Seite gewachsen ist. Der war mir schon zu früh, zu schnell reif. Deswegen habe ich den einfach mal abgemacht, dass die anderen noch die Gelegenheit haben, auch nachzuwachsen. Schauen wir einfach mal, was sich so ernten lässt. So, vom ersten Anblick würde ich sagen, ist eine ganz gute Ernte geworden. Schauen wir mal, man kann natürlich die Pilze abbrechen. Dabei verletzt man da natürlich die Oberfläche ein bisschen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil eigentlich ist es förderlich, damit das Myzel wieder die Gelegenheit hat, frisch zu überwachsen. So, ich würde sagen, das ist jetzt alles, was ich mitnehmen will. Das sind jetzt 430 Gramm. Das andere, der andere Pilz, den ich hier schon abgeschnitten hatte, der hatte also locker auch nochmal 200 Gramm, weil der wirklich riesig war. Also gut über 600 Gramm als erste Ernte von einem Block, der ungefähr 3 Kilo hatte, finde ich schon ganz ordentlich für den ersten Schub. Und da wird bestimmt auch noch mehr kommen. Jetzt kommt noch alles weg, was an Pilz übrig ist. Ist ja auch wichtig, dass ihr alte Fruchtansätze immer auch entfernt, damit kein Pilzfruchtkörper fault und sich zersetzt und dann Nährboden für Schimmel und dergleichen bietet. Deswegen ruhig das wegmachen und auch hier das Anrauen. Diese Schicht, die sich bildet, ist ein bisschen wie so ein Pilzleder. So, jetzt werde ich die Tüte wieder hoch machen. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Und die Brösel auch nochmal abschütteln. Jetzt mache ich die Folie einfach wieder so ein bisschen zu, dass sich die Feuchtigkeit besser drin hält und auch so ein kleines bisschen CO2, dass er versucht wieder hochzuwachsen. Ob das was nützt, das hochzuklappen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich mache es jetzt einfach mal und dann werden wir sehen. Er kommt jetzt wieder zurück ins Pilzzelt und dann schauen wir mal, was passiert, ob er, wie gesagt, nochmal fruchtet. So, jetzt sind nochmal 2 Tage vergangen und wir haben jetzt beim Masters Mix Block schon das endgültige Resultat. Die Pilze sind jetzt reif zum Abernten und wenn ich jetzt den direkten Vergleich ziehe, ihr wisst ja, die Beutel, die waren gleichzeitig angeschnitten, also man sieht schon sehr deutlich den Unterschied, wie wirklich das explosive Wachstum und wirklich mit Energie hier was gewachsen ist, wohingegen die Auslandseitlinge, die auf Strohsubstrat gewachsen sind, zwar hübsch aussehen,
aber natürlich lang nicht so intensiv gewachsen sind und eher zögerlich. Aber sie sehen auch hübsch aus, sie sind trotzdem schöne Pilze. Also wenn ich den Block jetzt mal nehme, also die sieht ganz ordentlich aus. Trotzdem schöne Pilze, die werden natürlich auch noch größer. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde die, die reif sind, werde ich abernten, werde sie wiegen und dann können wir mal umrechnen, praktisch was das Gewicht vom Block und das Pilzgewicht, das man ernten kann, nachher dann im Verhältnis zum anderen Block dann ist, wie das aussieht. Und mit dem Block, da müssen wir uns dann wahrscheinlich noch 2-3 Tage gedulden. Dir natürlich nicht, ich schneide es ja dann direkt ans Video dran. Von dem her mache ich mir jetzt mal dran, den einen Block abzuernten und dann schauen wir mal, wie gut die Ernte war. Also das ist schon mal ein super Resultat, also da bin ich wirklich beeindruckt. Klasse. So, jetzt habe ich den Ausstandsseitling-Block, der auf Masters Mix wächst, mal aus dem Zelt geholt. Die Pilze sind ja wie gesagt fertig. Ihr seht auch, dass die Pilze jetzt eine gewisse Größe haben und die Hutränder sich langsam beginnen hoch zu klappen. Ihr wisst ja, dass die Auslandseitlinge, solange sie noch jung sind, noch die Hutränder nach unten gebogen haben. Man sieht es auch noch, die sind auch noch nach unten gebogen. Und wenn ich jetzt noch länger warten würde, würden die sich ganz aufstellen und dann würden die Sporen anfangen rauszufallen. Und das ist dann nimmer der ideale Punkt, um sie zu ernten. Also so kurz davor ist eigentlich perfekt. Arg viel größer werden die Pilze jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich den kompletten Block mal wiege, um ein Ausgangsgewicht zu haben. Und dann mache ich die Pilze ab, dann wiegt man die auch. Und dann wissen wir, was sozusagen das prozentuale Gewicht vom Block an Pilzen im ersten Schub rauskommt. So, stellen wir den mal drauf. Das sind 2,88 Kilo. Also wir produzieren die Blöcke ja mit 3 Kilo, die Masters Mix Blöcke. Das heißt, die Pilze, die haben natürlich auch während ihrem Wachstum schon Wasser verdunstet. Und man sieht, dass der Block quasi 110 Gramm leichter geworden ist während der Zeit. Austernpilze erntet man ja idealerweise, indem man das komplette Büschel einfach vom Block abdreht. Dabei entsteht eine Wunde am Block und aus der Wunde kann dann wieder ein frischer Pilz rauswachsen. Das waren zwei Einschnitte. Das eine Büschel ist hier und das andere Büschel ist da. Und ich schaue, dass ich jetzt, ohne die Pilze zu arg zu zerstören, da reinkomme und das Ding einfach abdrücke. Vorsichtig, die sind natürlich auch ziemlich zerbrechlich, klar. Zum Zweiten, es wird einfacher. Also die Pilze gehen wirklich ganz leicht ab und ihr habt nur so eine kleine Stelle, wo noch ein bisschen vom Substrat dranhängt. Ja, 6 Gramm unter einem Kilo. Ich bin fasziniert. Also das sucht ja wirklich seinesgleichen. Also ich würde sagen, das ist ein gelungener Versuch. Und ja, wenn ihr selber Masters Mix herstellen wollt und in solche Pilzbeutel einfüllen wollt, die Pilzbeutel mit Mikrofilter, die gibt es genauso im Shop auf www.edelpilze.shop wie die Pellets. Einerseits die Pellets aus Sojaschalen und auch die Pellets aus Holz, aus Buchenholz. Und daraus könnt ihr zu gleichen Teilen auch so ein Substrat anmischen und dann mit Pilzbrut beimpfen nach dem Sterilisieren. So, nochmal 2 Tage später sind jetzt auch die Austernseitlinge auf dem Strohsubstrat soweit, dass man sie ernten kann. Ich muss sagen, aber auch die Pilze sind wirklich schön geworden. Und es sieht nach einer ordentlichen Ernte aus auf dem Strohsubstrat. Das Strohsubstrat hat übrigens 20% Weizenkleie mit drin als Zuschlagstoff. Ist also auch nicht ganz nährstoffarm. Jetzt holen wir den Block mal raus und ernten die Pilze ab und dann gibt's auch hier den Wiegevergleich, um zu schauen, was das Ergebnis auf die Waage bringt. So, hier habe ich den Austernseitlingsblock stehen.
der auf Strohsubstrat gewachsen ist. Hat man eigentlich auch wirklich schön. Sehr gute Ernte. Sehr schöne Kappen. Die Hutränder noch eingerollt. Leicht eingerollt. Also perfekter Erntezeitpunkt eigentlich. Die Stiele sind auch nicht zu lang. Klar, wenn Pilze so in der Art in so einem Büschel wachsen, dann nehmen die sich ja gegenseitig den Sauerstoff weg. Das heißt, die werden immer versuchen, aus dem Büschel rauszuwachsen, damit sie mehr Luft bekommen und sich zu verbreitern. Also eine gewisse Stiellänge wird man immer haben. Das lässt sich nicht vermeiden. Das macht aber auch nichts, weil die Stiele, die kann man dann, selbst wenn man sie nicht mitbraten will, weil sie relativ zäh sind, dann auch kleinschneiden, trocknen als Pilzpulver für die nächste Soße, Suppe oder was auch immer verwenden. Also es ist nicht zwingend gleich Abfall. Dann stellen wir den Block mal drauf. Der Block hat 2,42 Kilo und wir füllen die Strohsubstratblöcke mit 2,5 Kilo ab, die Masters Mix Blöcke mit 3 Kilo. Weil das Material einfach dichter und schwerer ist, da passt mehr in die Tüte rein. Und die 2,5 Kilo sind zu 2,42 Kilo geworden. Das heißt, der Pilz hat hier auch einen gewissen Prozentsatz Feuchtigkeit einfach ausgedünstet. Es fehlen 80 Gramm. Und jetzt ernten wir die Pilze und dann schauen wir, was das Ergebnis ist. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Es sind auch, wie beim anderen Block, zwei Stellen gewesen. Zwei Einschnittstellen, Pilze einfach abdrehen. Auch hier einfach an der Basis greifen und abdrehen. Ja. Ein großes Büschel. Also so kann das bei euch auch aussehen zu Hause, ja. Mindestens so. Und wenn wir dann auf Masters Mix umgestellt haben, dann natürlich noch besser. So, was haben wir hier? 716 Gramm. Das muss ich sagen, ist aber auch schon wirklich eine der besseren Ernten. Also der Block, der hat sich wirklich Mühe gegeben, um mit dem Masters Mix Block irgendwie mithalten zu können und eine faire Competition zu machen. Ja. Also das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Im Normalfall würde ich sagen, liegt es vielleicht so bei 400, 500 Gramm im ersten Schub auf Stroh. Das ist jetzt schon wirklich gut. So, ich habe jetzt mal das Verhältnis ausgerechnet vom Masters Mix Block Ergebnis zum Strohsubstrat Block Ergebnis und nochmal zur Erinnerung, wir haben ja folgende Ergebnisse. Wir haben 0,998 oder sagen wir mal ja 0,996, 0,998 Kilo von dem 2,88 Kilo schweren Masters Mix Block geerntet. Das ist ein Prozentsatz Erntegewicht von knapp 35%. Der Strohsubstrat Block hat 0,716 Kilo Ertrag gebracht bei einem Ausgangsgewicht von 2,42 Kilo. Das entspricht nicht ganz 30, eher so 29%. Und wenn man die 34 oder die 35% Masters Mix Ertrag ins Verhältnis setzt zum 29 oder 30% Strohsubstrat Ertrag, dann ergibt sich eine Differenz von 15%, wo der Masters Mix Substratblock 15% mehr Ertrag gegeben hat, aufs Kilo gerechnet, aufs Substrat gerechnet, als das Strohsubstrat. Jetzt liest man oft in der Literatur, dass es bis zu 50% höhere Erträge gibt. In dem konkreten Fall waren es jetzt 15%. Aber ich bin trotzdem vom Resultat sehr überzeugt, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass normalerweise so ein Strohsubstrat nicht so eine Mega-Ernte bringt. Also das war jetzt schon wirklich top und der hat viel Energie auch verloren. Man merkt schon, dass der Block weicher geworden ist und der wird wahrscheinlich die nächsten Schübe dann etwas kleiner ausfallen.
Natürlich wird das Gesamtergebnis beim Masters Mix trotz allem viel besser sein, weil ich ja in so eine Tüte 3 Kilo reinbekomme, weil das Material viel dichter und schwerer ist als jetzt das Strohsubstrat, das total leicht und locker ist. Und ich kann die Tüte nicht ganz voll machen, sonst bekomme ich das nicht mehr durchmischt. Wenn ich die Tüte nachher schüttel, um die Körnerbrut gleichmäßig zu verteilen, dass das Myzel schön durchwächst. Das heißt, ich brauche diesen Luftraum. Deswegen werden die Beutel auch nicht komplett gefüllt. Das hat sozusagen herstellungsbedingte Gründe. Wenn ihr natürlich zu Hause unsteril euer Strohsubstrat mischt aus Pellets, aus Strohpellets und kochendem Wasser im richtigen Verhältnis, maximal 1,5 Teile Wasser auf einen Teil Stroh und es dann übergießt, quellen lasst, abkühlen lasst und es dann in einem sauberen Eimer mit eurer Brut vermischt und in den Beutel füllt, dann könnt ihr die Beutel natürlich viel weiter füllen. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel eine Schlauchfolie verwendet anstatt einem Mikrofilterbeutel und maximal bis zum Filter eben füllen. Weil der Filter, der entzieht dem Substrat dann die Feuchtigkeit noch, weil es verdunsten kann. Wenn euch dieses Video einen Mehrwert gebracht hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Gebt dem Video auch einen Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden, schreibt bei Fragen oder Anregungen gern was in die Kommentare unten rein und besucht unseren Shop auf www.edelpilze.shop. So könnt ihr uns am besten unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.